Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Antriebe sind unser Thema. Nun, unser Antrieb wird warm. Wie warm er sein darf, hängt von der Isolierstoffklasse ab, das hatten wir. Nun, jetzt möchten wir schauen, wie viel Leistung darf ihn da fordern. Und das hängt nämlich vom Betriebsfall ab. Jetzt kommt eine Serie an Videos, wo unterschiedliche Betriebsfälle, relativ kurze Videos werden das, wo unterschiedliche Betriebsfälle abgedeckt werden. Der einfachste Betrieb ist der Dauerbetrieb. Einschalten, los. Wie schaut das aus? Ich zeichne immer zwei Diagramme. Also auf einem Diagramm ist die Leistung von der Maschine, mechanische Leistung, Wirkleistung. Und auf dem anderen Diagramm habe ich die Temperatur der Windungen. Irgendwo gibt es Umgebungstemperatur. Darunter werden wir nicht abkühlen. Theta für Ambiente. Und wie schaut jetzt der Dauerbetrieb aus? Nun, Dauerbetrieb bedeutet, ausgeschaltet, zu einem gewissen Zeitpunkt schalte ich ein, gehe auf eine gewisse Leistung und dort bleibe ich. Nicht mehr und nicht weniger. Ich schalte ein und lasse einschalten. Genau zu diesem Zeitpunkt, also bis zu diesem Zeitpunkt, wird die Maschine natürlich Umgebungstemperatur haben und ab diesem Zeitpunkt wird sie sich erwärmen. Irgendwo werden wir aufgrund der Leistung zu einer Endtemperatur hinkommen. Und es gibt eine Erwärmungszeitkonstante. Da haben wir dann 63% in etwa erreicht. Und noch 5 Mal. 1, 2, 3, 4, 5. Nach 5 Mal sind wir in etwa dort. Also so wird die Erwärmungskurve aussehen. Passt. Okay? So wird die Erwärmungskurve aussehen, mehr brauchen wir nicht. Das ist der Dauerbetrieb. Werte aus Datenblättern beziehen sich normalerweise immer auf den Dauerbetrieb, außer es ist dort anders angegeben. Das heißt, wenn ich eine gewisse Leistung habe, da geht es halt auf eine gewisse Leistung. Das ist PS1, nenne ich das, für Dauerbetrieb S1. Natürlich korrespondierend mit MS1, dem Moment, was ja nur versetzt ist, sondern für sich an den Faktor Omega. Diese Werte sind für den Dauerbetrieb. Außer es ist im Datenblatt anders angegeben. Und deswegen werden wir die anderen Betriebsarten jetzt praktisch auf diesen Dauerbetrieb beziehen. Wir kriegen irgendeine Leistung, dass wir nicht hassen, werden wir so. Gut. Das nächste Mal machen wir Kurzzeitbetrieb, das heißt, wir schalten das wieder aus. Wie viel Leistung darf ich dann nehmen? Weil dann wärmen sie ja nicht so weit auf. Weil dann hat sie gar nicht die Zeit zum Aufwärmen. Das schauen wir uns das nächste Mal an. Das nächste Mal im Kurzzeitbetrieb S2. Für dieses Mal sind wir fertig. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.